Meine Berufswahl Privatdetektiv basiert auf meiner jahrelangen Tätigkeit im Nachrichtenwesen bei der Bundeswehr und später bei der NATO in Italien und in Belgien. Der tägliche Umgang mit strengen geheimen Informationen, mit der militärischen Informationsbeschaffung, aber auch der Spionageabwehr waren dabei übliche Arbeitsgebiete für mich. Ergänzt habe ich dieses wertvolle Fachwissen im Laufe der Zeit durch private Lehrgänge im Bereich der Ermittlungsdienste, aber auch im Personenschutz. Immer wieder stellt sich die Frage nach der Motivation. Warum arbeitet man als Privatdetektiv? Warum verbringt man Stunden, so wie jetzt im Auto, und starrt auf eine Ausfahrt? Ob das Zielfahrzeug gleich abfährt? Es ist kalt, -3 Grad, es liegt Schnee. Es gibt bestimmt schönere und angenehmere Orte, um seine Arbeitszeit zu verbringen. Was einen antreibt, ist, dass man weiß, dass man etwas Gutes bewirken kann. Durch professionelle Ermittlungsarbeit kann gewährleistet werden, dass Menschen ihr Recht bekommen. Recht haben und Recht bekommen sind bekanntermaßen zwei unterschiedliche Dinge. Das ist der Antrieb. Gute professionelle Ermittlungsarbeit führt dazu, dass Menschen ihr Recht bekommen. Das macht Spaß, das ist ein gutes Gefühl und das ist vielleicht auch der Ehrgeiz, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Die Auftragsszenarien eines privaten Ermittlungsdienstleisters sind heutzutage sehr vielfältig. Von der scheinbar einfachen Adressermittlung eines Zeugen hin bis zur Aufklärung eines komplexen Falls von Industriespionage.